Noch nicht? So. Willkommen zur Pressekonferenz nach der langen Länderspielpause. Einer Woche frei. Hans, warst du in Augsburg? Ja, ich habe mir das zwei Tage angeguckt und ja, ich fand aus unserer Sicht hat er, wie schon mal gesagt, hat er da eine gute Leistung gebracht. Das hat sich sicher für die WM empfohlen, das war sehr positiv. Ansonsten habe ich auch vor allem eine starke kanadische Mannschaft gesehen mit vielen interessanten Spielern, aber die bei uns leider unerreichbar sind. Das sind viele Spieler der ersten KL. War mal interessant, wie die sind. Und Kevin Clark habe ich auch gesehen, hat auch gute Leistung gebracht. Ja, und ansonsten gab es da viele Gespräche mit verschiedenen Beratern und Managern von den anderen Clubs. Und war auf jeden Fall gut, dass ich da war. Jetzt steht ein großes Wochenende bevor. Morgen Ingolstadt, am Samstag die große 80 Jahre Eishockey in Krefeld Festgeschichte und am Sonntag das Derby in Düsseldorf. Sind alle fit? Wie sieht's aus? Momentan sind alle einsatzbereit. Ja. Also verläuft das sehr gut, dass alle fit sind. Und, ja, das Wochenende wird natürlich wie jedes Wochenende wieder sehr interessant und spannend werden. Wir haben morgen Top-Gegner mit Ingolstadt, mit, wie ich sie dieses Jahr sehe, mit eigentlich einer Mannschaft, die sehr viel erreichen könnte, ja, die vielleicht nicht so hoch gehandelt ist, aber die mit ihren Top-Spielern, die sehr unterschiedlich, also was heißt unterschiedlich besetzt ist. Die haben Top-Torwart, wenn er in guter Form ist, dann haben sie hinten mit McNeil, absoluten Blue-Liner, Salcido, dann aber auch Defensivspezialisten mit Köpfchen und Schopper. Also sie haben so ein gutes Gesamtpaket, mit vorne auch mit Spitzenspielern, Buck, dann Greilinger, dann Tatiček, das sind alles Top-Spieler, die sind sicher Top-6-Mannschaft und auf jeden Fall auch im Rennen um Titel nicht zu vergessen. So, der Düsseldorf ist natürlich absolutes Highlight, das Derby vor uns, diesmal auswärts. Ja, haben wir letztes Mal hier leider nach Overtime verloren, wo wir hier klar die bessere Mannschaft waren, haben wir jetzt hier nicht nur eine Rechnung offen, aber es wird auch ein ganz schweres Spiel. Derby ist immer was Besonderes, da geht es auch ein bisschen mehr um Leidenschaft. Ja, wer noch, geht in jedem Spiel um Leidenschaft, aber wer vielleicht noch den extra Tick mehr drauf hat, wer dafür rechne ich auf jeden Fall auch mit einem ganz, ganz engen Spiel. Ja, und wie gesagt, es ist in jedem Spiel, muss sie voll da sein, sonst wirst du nicht kommen. Welche Leistungsstandards hat denn wahrscheinlich der Schäden momentan? Kann ich schwer beurteilen, weil da müsste man Benoit Laporte anrufen, den Trainer von der Mannschaft, wo er jetzt war. Hättest du ihn auch genommen, wenn er den jetzt kriegen kann? Nein. Warum nicht? Da habe ich ihn auf der Position gut besetzt. Ihr könnt ja noch 20 Tore machen. Aber, ja, wollen wir nicht reden, später ist jetzt Spieler von Düsseldorf und. Der ist ja. Die Gründe sind ja bekannt. Ist halt so eine Situation, du musst natürlich versuchen, möglichst eng am Gegner zu sein, nur es ist natürlich sehr viel Platz auf dem Eis. Ja, und es ist halt bei der Unterschied zu 5 gegen 5 oder auch zu 4 gegen 4, es ist sehr viel freier Raum. Ja, und wenn jetzt einer, sagen wir, die Situation entsteht, 1 gegen 1, es kommt ein Schuss aufs Tor und dann muss der Mann schon seinen Nachschuss haben, es steht kein anderer mehr im Weg. Ja, oder wenn du vorne das Ding nämlich machst, wie ich jetzt. Ich habe in der NHL jetzt auch öfter mal geguckt, wie wenn die spielen das ja auch. Das sind auch sehr viele Konter und da geht es auch rauf und runter. Und eigentlich haben die das ja auch da deswegen installiert, um eine Show zu bieten. Ja, und das ist, ich finde, Mama in der DL ist noch so, finde ich, dass beide Mannschaften sehr zögerlich sind. Sie warten alle so ein bisschen, es ist ungewohnt einfach. Ja, und wir müssen natürlich, was besser werden muss bei uns, wir müssen vorne halt auch mal ein Ding machen.
Ja? Weil, und dann hinten nicht die, ja, wenn er halt einen Fehler macht, der dann, wenn den der Gegner dann ausnutzt, das hätte aber jetzt, wenn man gegen Augsburg zum Beispiel, wo der Daniel zum Schluss allein aufs Tor läuft, das ist ja immer. Gegen Wolfsburg kann ich mich erinnern, dass der Kretschmann alleine vom Tor in der Rückwärtsbewegung macht, macht Zeitmann das Tor gegen uns. Da muss man halt einfach noch mehr in dem Moment auch den Zug nach vorne haben. Also auch nach vorne dann auch versuchen, seine Chancen zu nutzen und nicht nur warten, was passiert, sondern ja, und eben brauchst du sehr viele richtige Entscheidungen in dem Moment. Und was wir halt versucht haben zu trainieren, ist ein bisschen zusammenzufügen, wer vielleicht zusammenpasst in dem Moment, wobei das auch wieder spieltagsabhängig ist, was passiert im Spiel. Mhm. Ja, du kannst jetzt nicht 3 gegen 3 reinmachen vorm Spiel schon. Das ist ein bisschen schwierig. Wir haben es ja immer schon, am Anfang war das ganz interessant, jetzt haben sie schon ein bisschen so zusammengefügt, dass wir gehen ja zum Beispiel immer mit Müller, Pieter, Samper meistens. Das ist ja schon eine gewisse Konstanz, alle auch da drin. Wenn Umicic kommt, kommen 2 Verteidiger dazu. Ja, am Anfang hat zum Beispiel Tim Hemley keinen 3 gegen 3 gespielt, jetzt spielt er. Ja, weil einfach, du musst verschiedene Sachen ausprobieren. Ja, und jetzt, manche Spieler sind dafür nicht so prädestiniert, weil es ist, wie ich sage, viel Platz, du musst ja auch schnelle Beine haben. Andererseits musst du auch einen guten Kopf haben. Also ist, ich finde es gut, weil es geht rauf und runter und es ist nicht so zäh, als wenn du jetzt da 4 gegen 4 spielst und es passiert nichts, sondern da ist Action bei der. Gut ist natürlich, wenn der Action auf deiner Seite beendet wird. Also für dich beendet wird. Ist noch ein Spieler geplant irgendwann? Momentan nicht. Na, wir halten natürlich immer Augen und Ohren offen, wir haben noch 2 Lizenzen frei. Aber ist natürlich auch eine Frage des Geldes. Ja, wir haben mit Treutle nochmal nachgelegt. Das ist wie gesagt nach wie vor für uns. Wir kratzen immer an der Grenze. Vielleicht die nächste Frage in die Richtung wäre, wie wird das beurteilt von Ihrer Seite, dass die Ausländerzahl der Ausländerlizenzen gegebenenfalls erhöht wird? Ich war bei keinem der Meetings jetzt dabei und ich kenne jetzt nur dieses, dass das diskutiert wird, aber ich glaube, da ist der kann ich die, schlussendlich möchte ich da erst was dazu sagen, wenn dass der Fall sein wird. Ich habe eine relativ hohe Intensität an Spielen vor der Pause gehabt, jetzt geht die Richtung weiter. Also zumindest in den nächsten 2 Wochen ist das, hat das Einfluss auf die Pause gehabt oder ist es auch kaltstark dann oder ja, wie das bewerten? Nein, das spüren wahrscheinlich, also es ist natürlich sehr intensiv jetzt wieder für uns alle, weil wir Pause hat, denke ich, sehr gut getan, war auch wichtig, ne, dass man ein bisschen runterkommt. Habe ich auch gesehen, wir waren ziemlich frisch im Training, waren ziemlich agil und jetzt geht es natürlich wieder Schlag auf Schlag. Aber auch wenn es anstrengend ist, normalerweise spielen die Spieler lieber, als dass sie trainieren. Ne? Also so sah ich auch mal, Spieler war eigentlich immer besser, wenn Dienstag Spiel war, weil sonst hast du ja Dienstag harte Training. Es muss nicht jede Woche sein, aber eigentlich macht Dienstag spielen auch Spaß. Ja, ist wirklich so. Also ich kann ja als Spieler auch früher sagen, wenn Dienstag weiß ja, da kommt morgens 2 Stunden Krafttraining und dann bist du danach nochmal 1,5 Stunden volle Pulle, da weißt du dann. Ja, und Spiel ist ja immer mehr Spaß. Ja, da ist Zuschauer im Stadion und muss man auch sehen, man will, Eishockey ist ja auch Spaß. Ja, weil jeder will immer gewinnen und aber wenn ich mal meine Mama, sage ich mir selber, muss ein bisschen genießen, dass das eigentlich ein super Sportart ist, es geht rauf und runter, wir haben viel Action, viel Spektakel. Ja, und deswegen finde ich auch für mich als Trainer persönlich, habe ich auch eigentlich lieber Spiel als Training. Die Emotionen gehen hoch, der Puls geht hoch, du hast ein gewisses Adrenalin, das ist ja auf gut Deutsch gesagt eigentlich immer geil, wenn du da rausgehst und weißt, ja, jetzt geht's los. Ist ja auch ein gewisses Privileg, ja, darf nicht jeder hier in der Liga mittun. War denn in der Pause nochmal Bruder Leichtfuß auch Thema? Also in Gesprächen mit Spielern oder so? Ja, der ist, wenn du das genau, wir haben gestern, hat man nochmal eine lange, hatte ich mir nochmal die Mühe gemacht, also heißt Mühe gemacht, ist ja auch mein Job,
dass wir nochmal viele Szenen zusammengestellt haben, was so, wo wir so Probleme eben haben, dass wir eben halt immer Tore leichtfertig weggeben. Ja, und es sind oft Sachen, die gar nicht, die haben nichts mit dem System zu tun, die haben auch nichts mit zu tun, dass ein Spieler das nicht könnte. Ja, manchmal haben wir einfach so, nicht manchmal, öfter mal so ein Blackout. Und immer mal wieder ein anderer oder auch immer mal wieder öfter mal, was heißt der gleiche, nicht immer der gleiche, aber es sind, passieren einfach oft Sachen, die, wie zum Beispiel auch gegen Nürnberg, wo du siehst, wir fahren im allerersten Wechsel, hat der Daniel eigentlich eine super Chance schon, super gespielt, Bulle gewonnen, super Pass von Hemley auf den Daniel, kriegt eine gute Chance, ist nicht drin. Also ich habe eine Minute später, mach mal einen kurzen Abstimmungsfehler, was heißt Abstimmungsfehler, Sonnenburg fährt zur Mitte, spielt die Scheibe nach vorne, Kretschmann sichert ihn ab, sichert ihn aber doch nicht ab. Der Steckel kriegt den Pass, haut ihn aber rein. Patsch, 1-0. Ja. Na, das sind halt so Punkte, dann geht es ja weiter, dann geht das Spiel im Endeffekt 3-3 aus. Ja, wenn du dann auch genau siehst, wie viel mega, ich glaube der Daniel war alleine viermal alleine vom Tor, drei oder viermal, was Nürnberg da mit ihren hochdekorierten Verteidigern für Fehler macht, wenn eine ganze Leine vom Tor steht. Ja, das ist so und so. Wir haben halt oft nicht, was heißt oft nicht, wir kommen ja dann schon 2-0 hinten, führen dann 3-2, dann bringen wir es wieder nicht über die Bühne. Andererseits muss ich auch sagen, wie viele Chancen Nürnberg auch hatte. So ungerecht war es dann doch. Ja. Ne? Gut wäre es halt, wenn wir es mal über die Reihe bringen würden, vor zu Hause fahren. Mhm. Ne? Das wäre einfach ein sehr positives Erlebnis. Und, wie gesagt, wir haben auch wieder dran gearbeitet und aber in dem Moment, vom Grundsatz ist alles gleich, aber wenn in dem Moment einfach der Spieler pennt, ja, dann fallen Tore. Ja, zu Hause ist ja Eishockey nicht so, macht ja nicht so einen Spaß momentan. Ja, weil, also, sprechen die Spieler auch darüber oder lagst du in der Kabine, dass sie sagen, so, wir müssen jetzt unbedingt. Ich finde eigentlich. Ist ja jetzt größer als der Spaß. Nö, ja, da weiß ich nicht. Also, wenn du da rein bist, glaube ich nicht. Die sind eigentlich. Also, ich finde die Wahrnehmung, die außen herum um uns ist und die innen drin ist, ist ziemlich unterschiedlich. Also, ich bin natürlich als Trainer schon. Sehe natürlich, was die Spieler teilweise gar nicht so sehen, weil die ja nicht das Video sehen. Ne? Ich sehe natürlich schon die Fehler, die sich wiederholen und die wir natürlich abstellen müssen und wo wir einfach stabiler werden müssen. Nur so als, das war auch Thema dieser Ansprache. Ich habe gesagt, Jungs, es gibt ja so gar kein Problem. Ihr kämpft immer, teilweise wird auch gutes Eis gespielt. In unserer ersten Reihe, die bieten ja teilweise auch wirklich spektakuläre Szenen. Da ist ja alles drin, alles da. Wir müssen uns halt selber eigentlich ein bisschen mehr helfen und wenn wir ein bisschen das minimieren, dann hätten wir einfach viel mehr Punkte jetzt. Na? Aber wie ich auch beim Training sehe oder wenn ich die so vorm Spiel und so sehe, da ist nie, die wollen ja unbedingt gewinnen. Egal ob auswärts oder zu Hause. Klar, finde ich das super, wenn sie da rausfahren können und bei unseren Fans, das finde ich ja toll. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die allzu großen Druck verspüren. So ist unsere Mannschaft nicht. Die ja, aber egal, kann die natürlich auch nicht sein. Oder? Nein, ist es ja auch nicht. Aber weißt du, wenn du dir unnötig selber Druck machst, dann wird es auch nicht besser. Und ich finde es eigentlich positiv, dass die nicht so. Ich vermerke jetzt keine Verkrampfung. Weißt du, halt viele Spieler, ich meine, die kommt da ein bisschen auf den Charakter der Mannschaft an. Ja, wir müssen eher im richtigen Moment muss sagen, hey, jetzt. Na? Na? Aber wenn jeder der Sportmann macht, egal welche Sportart, wenn du dann direkt wieder einen reinkriegst, ne, nach 2 Minuten, dann fängt er den Kopf ja an zu arbeiten. Ne? Ja, aber du siehst ja, dass er anscheinend nicht so beeindruckt sind. Da steht 2-0, dann führen wir zum Schluss 3-2. Ja. Also ich habe am Anfang mir sehr viele Gedanken gemacht darüber und gedacht, aber ich habe mir eigentlich jetzt zur Maxime gemacht, auch ruhig zu bleiben. Weil du merkst ja, sie kommen wieder. Also sie. Wir bringen nie 60 Minuten das perfekte Spiel aufs Eis, das ist klar. Natürlich gibt es auch Spiele, wo wir richtig schlecht waren. Ist auch so. Nur im Anbetracht der Möglichkeiten und Maßnahmen, du spielst hier gegen Nürnberg, die haben ja auch keine, die sind ja auch mit auf Eis, Nürnberg zum Beispiel. Die haben ja auch eine gute Truppe, genauso wie morgen Ingolstadt. Und was ich echt, wir hatten ja noch kein Spiel,
wo wir was 5-6 gekriegt haben. Ich meine, unser schlechtestes Spiel war gegen Iserlohn hier. Und da war es aber auch im Endeffekt das erste Drittel, wo alle drei Schüsse drin waren. Und danach haben wir viermal gar nichts. Das ist, wir sind immer dabei, wir spielen immer mit. Es ist, ja, Anbetracht unserer Möglichkeiten, es ist so, manchmal würde ich mir auch gerne mehr wünschen. Und die Frage ist, geht wirklich viel mehr? Wie viel mehr geht wirklich? Na, und wie gesagt, für mich selber war eher die Maxime, muss ruhig bleiben. Hier im ersten Spiel gegen Mann habe ich mich furchtbar aufgeregt, weil da haben wir auch super angefangen. Auf einmal sind wir 2-0 hinten durch zwei Fehler. Da habe ich mir gedacht, das ist ja nicht wahr jetzt. Weil in mir auch so ein bisschen drin war, letztes Jahr, wenn wir 2-0 hinten waren, ging ja mal gar nichts mehr. Dann war ja mal völlig Schicht im Schacht. Und jetzt ist es aber eigentlich so, die bleiben. Und ich merke auch, wie die sind vor mir auf der Bank. Die haben guten Zusammenhalt, die sagen, okay, weiter geht's. Das ist ja auch nicht so, dass es immer nur so geht, sondern die sind da, die sind stabil. Wir haben viele Typen drin, die vielleicht andere Schwächen haben, aber die auf jeden Fall nicht die Schwäche haben, dass sie keinen Spaß am Eishockey haben. Also die kämpfen jetzt nicht nur Eishockey, sondern wir haben viele, die auch ganz gerne Eishockey spielen. Finde ich so. Hast du eigentlich Änderungen vorgenommen für das neue Spiel? Eine Umstellung gab es, also ich hab, statt Kretschmann spielt jetzt Kosol mit Makari und Rosa. Ja, ist aber auch ein bisschen dem gebildet, der Rosa kommt jetzt langsam immer besser in Schwung. Ja, ist jetzt auch lange verletzt und hatte. Und dann hatte der Lukas jetzt zwischendurch auch mal, was wir auch erwartet hatten, ein bisschen tiefer. Und Training war nicht so, ist normal aber auch. Und jetzt hat er aber sich in der Pause ein bisschen regeneriert. Und es ist, finde ich, auch meine Pflicht, den immer so ein bisschen auch wieder zu schützen zwischendurch. Und jetzt erhoffe ich mir aber von ihm, dass er wieder eine Komponente sein kann, die der Reihe auch was gibt. Und auch dadurch, dass der Rosa jetzt langsam und besser in Form kommt, ist aber dann nicht alle Verantwortung jetzt auf den Lukas, ja, oder zu viel Verantwortung. Ja, deswegen, ich beobachte jeden Tag das Training, wie sind sie momentan drauf, und dementsprechend muss ich ja dann handeln und versuchen, meine Reihen möglichst so aufzustellen, mit Konstanz, aber auch immer wieder mal eine kleine Änderung, weil ansonsten sind die Reihen ja jetzt die letzte Woche immer gleich gewesen. Vierte Reihe ist dann Kretschmann, Nitzkowski und Hohendorz, oder? Ja. Oh, ich bin erstaunt. Warum? Ja, weil du sonst immer sagst, sehen wir dann morgen. Ja. Da fahren wir direkt mal. Naja, jetzt kommt dem Jupp seine Frage. Was meint er an die Jupp? Also der Einer hat mal auch ein Schnell. Nicht mal drüber fragen. Okay. Nicht, dass ich dich überrasche, morgen schon. Das ist ja noch ein bisschen nah, aber da kann auch mal der Einer doch was spielen, wenn er zu einem Fahrrad hinfahren. Ja, man darf nie immer gleich sein, weißt du, du musst da mal ein bisschen Potenzial zur Veränderung haben. Sonst war immer Geheimdienst. Aber der 60er ist das nicht so. Hör auf, jetzt haben 6 Dinger gemacht. 6, verstehst du das? Was macht ihr die denn mal? Wir brauchen das nicht, weil wir sind da so. Wir haben 3.235 Tickets für Freitag verkauft und 1.502 für Samstag. Wie viel für Freitag? 3.235. Und für Samstag? 1.502. Ich meine, kurze Anmerkung, weil ich hier interessant fand, habe ich heute eine Eishockey-News gelesen, Köln als Tabellenführer hat 1.000 Zuschauer weniger im Schnitt. Ja. Hier 300 mehr. Ja. Und Schwenningen auch mehr, glaube ich, eigentlich eher die Mannschaften, die. Die haben ja nichts anderes. Ja, dann kann man jetzt auch wieder negativ sehen, ja, dann kann man auch unsere treuen Fans auch mal loben, oder? Und sagen, weil die. Na, also beim Tabellenführer 1000 weniger kommen im Schnitt. Ist viel. Das finde ich echt viel. Also habe ich zufällig also genug gelesen. Ja, aber bei dir schon der Zuschauer angemeldet. Wir sind auf jeden Fall immer interessant. Jedes Spiel, was wir auftreten, ist interessant und gibt immer was zu sehen. Aber wenig Gräfen, ja. Also 250 Karten.
Da wird es auch eine Ehrung vorher geben. Die Toten Hosen sind da auf dem Eis. Die ehren Jochen Hülder als posthum als ehemaligen Manager von den Toten Hosen. Das heißt, das Spiel wird irgendwie 3 Minuten später anfangen. Franz, der Aufstellung von Holstergeben waren jetzt 3 Spieler von hier am Samstag. Dürfen die nur auf der Bank sitzen oder dürfen die auch ein bisschen rumlaufen? Also meine Information ist, dass keiner in der Line-Up ist. Keiner? Nein. Okay. Weil gestern habe ich die Aufstellung bekommen, da war Schimanski, was sie hier so geht da. Also ich weiß nur, dass also der Club entschieden hat, ist kein Spieler in der Line-Up. Okay. Darfst du denn damit spielen? Ich bin ja keine, nicht genug Leute. Aber ich bin ja keine Legende schon. Du bist eher dumm im Spiel. Kannst ja einen Wert im Spiel. Kannst du den Wissen geben. Ja, da gibt es andere, glaube ich, die den Auftritt hier wirklich verdient haben. Ja, aber sie können nicht. Wer meinst jetzt die, wer meinst jetzt die von uns, Jungs? Nein, ein paar ehemalige hier. Ja, schade, ist halt ein bisschen das. Aber gut, trotzdem denke ich, sind viele hier, die, ja, die Leute gerne sehen. Also ich hoffe dann auch, dann, wie viele sind jetzt? Noch nicht so viel. 1500. Ja, aber da denke ich, werden schon noch ein paar kommen. Und wirklich, es gibt ja viele Idole hier von früher. Ne? Aber war das von vornherein kein Thema, dass die ein Spiel durften? Also, hat, habe ich eigentlich wenig mit zu tun, das ist ja eine Vereinssache, wie die Planung ist. Und wurde auch mal drüber gesprochen jetzt die Tage. Und dann ist es auch, wobei ich aus meiner Sicht jetzt auch sage, eigentlich ist es doch Semadia Königpalast. Und die Aufmerksamkeit, also der eigentlich den. Ich gestern in der Aufstellung bekommen. Ja, ja. Also deswegen von mir, so Entscheidungen obliegen nicht nur mir. Es ist natürlich, möchte ich, dass meine Mannschaft sonntags möglich ausgeruht ist, aber das entscheidet dann auch der Verein. Ja, das ist jetzt, und wie gesagt, Aufmerksamkeit, denke ich, gibt es viele Jungs, die hier kommen und Aufmerksamkeit verdient, aber die anderen können dann in Zukunft noch oft damit spielen. Einmal ein zusätzliches Magnet für die Zuschauer, wäre es natürlich ja, nicht schlecht gewesen. Ja, aber die kommen jetzt schon Freitag im Königpalast wegen den drei. Ja, hier kommen sie ja nicht. Ja, aber wenn man die Leistungsstärke von Pieter Vasilevs und Schimanski sehen will, dann soll es, glaube ich, am Freitag kommen. Naja, oder Sonntag. Ja. Aber doch so viele, die mehr geleistet haben als gerade, also jetzt in Krefeld, als gerade Pieter und Vasilevs, gibt es dann halt auch nicht. Also ja, aber es sind ja keine. Ja, das ist ja ein Legendenspiel. Und wie gesagt, das, deshalb hat der keiner auch, glaube ich, abgesprochen. Das. Aber über die Jahre und über die Jahre müsste es ja schon einige Spieler geben, die hier. Krefeld war ja auch schon mal deutscher Meister. Ja. Mehrfach. Ja gut, aber vom ersten, die werden, vom ersten Mal werden nicht mehr so viele mitspielen können. Sind aber welche da. Ah, du wirst aber damals auch schon da sein. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann verabschiede ich mich und freue mich auf das Wochenende und sage bis morgen um 19.30 Uhr.